Also Ja, mir mach jetzt das denn irgendwie zwei. funktioniert das doch gar nicht. Jetzt bin Warum? ich. Ich muss das Spiel komplett neu starten, weil ich auf Offline geführt bin. Oh, was ein Müll. Sorry, Schminke, du hörst mich gleich kurz doppelt. Immer der Tag, verbackte Dave. Scheißdreck da. Hi, Bulli, wie geht's dir? Guten Gefällt mir Abend. nicht. Guten War Tag. bei dir die Beta etwa stabiler, Marco? Keine Ahnung, ich bin jetzt immer rausgeflogen. Kann nicht genau sagen. Probieren wir es noch einmal bei einem kleineren Haus. Noch kleiner? Ja, wie Ja, immer. weiß ich nicht, vielleicht was schon mal geladen hat bei ihm. Nee, das geht immer für die Session. Also da hält so viel, wie wenn du jetzt gerade eine Runde Ich schon im Haus drin warst, dann höre geht dich das. wieder doppelt. Ich hab's dir gesagt, du hörst mich jetzt doppelt. Ich hab mich schon. Okay, dann bitte, bitte leise. Doppelte Dröhnung. Ja, Probleme. Heute technische Probleme. Ey, fällt dir was auf? An Bord kannst du nur mal die Lautstärke regeln von den einzelnen Personen, jetzt in der Originalversion. Ja, jetzt kann ich dich nicht mehr kleiner, leiser machen. Nee, weil es nämlich die Beta. Die Beta ist einfach besser. Oiski. Funktioniert's, Marco? Weiß ich noch nicht. Ich gucke. Bei mir steht, du spielst schon Phasmo. 154993. Ja, bei mir steht, du hättest das Spiel schon durchgespielt. 154993, Game doesn't not exist. Ich mach mal ein neues Spiel auf. Ah, ne, ist gut, warten wir halt. Bibi schreit. Minimi schrei. Hat auch gerade mitgehört. Die Frau, die ist auch gerade losgesprintet. Da ist er So, jetzt. jetzt. Boah, wie Oh, wie nervig. nervig, ey. So, Lautsprecher aus. Hallo, hört er mich? Ja. Ja. So, Ich höre dich. UV-Licht, Bin nur ich EMF-Reader. rausgeflogen oder ja? Nur du. Nee. Also ich habe gehört, dass du eigentlich gestorben bist und dann bist du rausgeflogen. Echt, ist er das? Oh. Ja, er ist gestorben. Also bei mir, er hat ja als letzter geredet noch. Und ich dachte mir so, bitte sei leise. Und dann Quatsch, habe ich grad halt. saukrank Standbild gehabt, ey. Sorry. Bitte sei leise. Ja, dachte ich mir so. Und dann auf einmal höre ich das Geräusch. Nur dieses kam halt nicht mehr. Und dann ist er rausgefallen, bevor er offiziell gestorben ist. Mein Bruder war direkt neben mir. Ich habe gar nichts mitgekriegt, dass er gestorben ist. Aber ich hatte den Ton davon im Wasche. Ich habe mir gedacht, Verrückt. pass mal auf, dem scheiß Geister, ne? Der kann mich im Arsch lecken, ich sterb einfach nicht, ich flieg raus. Ich fliege raus. So, wer tut denn da noch was hinzufügen? Noch eine Kopfkamera? Wollt ihr noch eine Kopfkamera? Ja, habe ich hier. Hau mal eine rein. Nur eine. Also machen EMF, machen UV, machen Video, machen Geisterbuch, Box. Zwei Stative. Geisterbuch. Thermometer Stativo, fehlt nochmal. Stativo, Stativo. Jo, Thermometer fehlt nochmal. Ist immer der gleiche. Warum fehlt immer Thermometer? Mensch. Habt ihr schon Thermometer gekauft? Ne, wo ist denn der von vorher? Kann ich. Weiß ich nicht. Ich hab den nicht. Weiß ich nicht. Ich kauf. Ich hab's. Ein oder zwei. Einer reicht. Nee. Ich kauf. Thermometer. Ab in den Popo. Mann in mit, Jetzt haben also wir in aber haben wir. wirklich alles, ne? Haben wir. Wer hat das Thermometer in seinem Popo versteckt? Man könnte. Ist nett. Also, Videokamera brauchen wir auf jeden Fall mindestens zwei. Ich tue mir noch zwei schick Da sind wir nochmal hinzufügen. bei, da sind wir nochmal bei dem Thema mit deiner Katze. Ich sei bloß ruhig, die schläft gerade. Ich Ihr will wegen könnt der auf nicht bereit. sterben. Drück bereit. Dann kannst du Das sterben. wäre richtig mies. Wer hat Das das wäre Thermometer richtig in seinem mies. Popo versteckt? Katze im Popo? Na, Schminke hat eine Vorliebe, ihre Katzen immer auf Temperatur zu prüfen. Stimmt doch gar nicht. Na, So, wie warm bist du heute? eins, zwei, drei und weg. Komm, drück auf weiter, los.
Nein, ich kann sie nicht mehr greifen, sie ist weg. Busa. Immer wenn ich meinem Sohn immer ein Fieberthermometer in den Hinteren schiebe, dann kann ich das Ding nie lesen, weil die Zahlen weg sind. Oh, warte mal, mein Bruder hat nochmal total ein Standbild, das ist gar nicht mehr so cool. Ah, ne, jetzt ist er nochmal da. Er riecht an seinem. Rum? Ja. Naja, ist normal, wenn die im Ladebildschirm sind. Also, mein Rechner ladet ihm halt das Spiel viel schneller wie die anderen Scheinbaren. Wenn die halt noch im Ladebildschirm sind, dann quatschen die, man sitzt noch labern, aber sind nicht da. Also, nicht wundern. Ja. Darfst du uns halt nicht muten? Ich mute dich doch gar nicht. So, also heute haben wir eine Helene Jones. Fischer! Helene Jones. Ja, sie redet bei meinem Bruder. Bewegungssensor und Räucherstäbchen. Ha! Oh, Räucherstäbchen, da freut sich jemand. Ja, ja, absolut. Die wundert Sau mich, dass wir... Ah doch, Mann, Kruzifix. Holen auf jeden Fall etwas Aktives, so wie ein EMF hat einer. Ohne Box, perfekt. Oh, das sind nur die Laserstrahlen. Aus Star Wars. Ich hab Pollenallergie, was soll ich machen? Bei Star Wars mitspielen, würde ich sagen. Hä? Oh, mir haben die Schlüssel gar nicht. Wie bei den Schlüsseln. Hallo Geist, öffne uns die Tür. Klingel mal. Okay, probier mal. Ach, warte mal. Stromkasten ist im Keller. Kann mal jemand anmachen, bitte? Hä, ihr seid ja noch gar nicht drin. Polenallergie. Wie hast du die Tür aufgemacht? Oh, dich geht keiner rein? Wieso die Tür jetzt aufgemacht? Ich habe mit der passgegebenen Schlüssel geholt. Ah ja, wenn ich... Also sobald einer was im Inventar hat, oder genommen hat, hat sie jeder. Also wenn ich Schlüssel nehme, hast du die auch. Grad sieht schon mal vielversprechend aus. Reach aboard. Ich höre hier doch irgendwo Wasser laufen. Weich, Entschuldigung. Hallo. Ich red mal kurz mit der Alten. Du wirst es bei der Tür machen. Ja, sicher, sicher. Versorge aber deinem Bruder raus hier. Ah, ne, obwohl. Mach mal hier irgendwo, mal gucken uns gemütlich deine Wohnzimmer. Hey, Reacherbot hin. Klatsch. Oh. Ah, hier seid ihr. Also ich hab's jetzt nix. Hallo. Marco, frag mal im Reacherbot, ja, wo das Vieh ist. Hallo? Marco, du musst da auf der rechten Seite musst du auf NF knicken, trinken. Linksklick. Hä? Wo? Auf dem Reacherbot vor dir. Vor deiner Nase. Ja, so. Ah, wo? In welchem Raum bist du? Frag mal, wo? Wo bist du? Oh, gut. U. T. Tillion. Im Utensilienraum. Also im. In der Werkstatt. Nee. Nee. Was? Nee. Wo ist hier? Abstellraum. Fünf.
Hallo, wo bist du? Fünf. Abstellraum. Kleiner Raum, warte, kleiner Raum. Ich weiß, es ist da in der Küche, in dem Vorraum. Ja. Du Mensch. Oh, hallo. Küche, da der kleine Raum. Ah, Vorraum zwischen Küche und Garage. Könnte das sein? Hier. Hier, hier ist er. Hab ich doch gesagt. Leg mal hier ein Buch hin. Ja, 4-3, das sieht schon gut aus. Du hast. Hat EMF 5 hat schon gesagt, ne? Hallo? Ja. Sehr gut. Also, mein Radio erkennt hier nichts. Hat aber schon was gesagt. Er hat aber mit dir geredet. Ja, ja. Mit wem? Mit Pascal? Ne, mit dir. Hat er gar nicht gemerkt. Ja, er hat ja geredet. Er hat doch was gesagt. Close. Definitiv. Ja. Geisterbox, deswegen, was war das zweite Mal? EMF. Also haben wir jetzt schon zwei Sachen. Zwei Beweise. Stimmt. Und hier. Ich muss hier. Wie kriegt man eigentlich auf dem Tablet Google eigentlich ausgestellt? Rotzding. Was kommst du? Naja, mir kommt's achtlich. Also du kannst hab... Gin und Oni sein. Geh mal gucken, was man braucht für die einzelnen Viecher. Also, man hätte noch Geisterorb, wäre ein Gin. Ein Geisterbuch wäre ein Oni. Der Geisterbuch liegt schon drin. Gut, also Kameras aufstellen. Gut. So, ich kann hier noch schon mal Bewegungsmelder. Wie viele Kameras? Man hat zwei Kameras, die ich versuche mal irgendwie gegenüberzustellen in dem Miniraum. Ja, ich check das mal, die Kameras nie. Alles cool, das machen wir dann. Ich hol mir noch Räucherstäbchen mit. Ich hab dafür diesen Bewegungssensor, den ich dann hinpatsch. Warte mal. Den habe ich auch schon. Lass mal gucken. Gut. Teammitglieder zeigen eines Gas-Events, Anwesenheit eines Geisters anhand eines Bewegungssensors. Du musst Feuerzeug mitnehmen. Ja, hol Feuerzeug mit, Supi. Sehr gut. Hä? Komm, Teamwork. Warte mal, hat einer. Nein, hier ist doch, du einer, musst das eigene Feuerzeug mit. Einer muss auch Platz haben noch, damit wir zwei Kameras mitfilmen können gerade. Also Schminke, aber was holst denn du? Hol ein Stativ mit. Kamera. Und einen Bewegungssensor hast du? Du brauchst ja ein Feuerzeug, Marco. Jo. Ja, deswegen muss ich. Deswegen war jetzt hier die heutige Frage. Dann würde ich sagen. Jetzt gleich loshanden. Deswegen wollte ich gerade sagen, warte mal, bleib noch draußen. Warte auf Marco, wir gehen alle zusammen rein. Da Marco soll sein Räucherstäbchen zünden wie eine Granate. Dann schmeißt mir unsere Kameras hin. Da haben wir nämlich ein bisschen Zeit. Marco? Wie zünd ich denn das? Würde ich gerade erklären. Wechsel mal zu deinem Feuerzeug. Mach das Ding an. Wechsel jetzt nochmal zu dem Packen. Und den machst du dann an, sobald du die Aktionstaste drücken durst. Also nicht jetzt. Erst drin. Wenn du jetzt in dem Raum da drin. Genau. Geh du vor. Auf los. Gasgranate, los! Geht in die Aktionstaste. Wir sind verloren. Schmeiß runter das Ding. Schmeiß einfach auf den Boden. Mist, meine Kamera. Wo ist meine Kamera? Wo ist meine Kamera? Ha! Du hast verloren. Ich hab gehört, den Juke. So, jetzt hab ich ein Feuerzeug. Ich geh noch mal dahin. Ich bremme Schminke an. Na ja, hallo. Dann haben wir wenig Gefühl. Haben wir die Kamera ist jetzt drin? Ja. Bulli, die Challenge gefällt mir nicht. Was denn? Welche Challenge? Ja, er schreibt gerade, ihr könnt ja mal eine Challenge machen. Zum Beispiel nur rückwärts gehen oder einer darf keine Tür öffnen außer Schranktür. Da fängt das ja schon an der Haustür an. Mann, Orb. Schon durch, Alter! Mann, ein Gin! Es ist ein Gin. Das ist ein Gin. Ah, gut, fehlt nur noch Bewegungssensor, ne?
Hat er eine zweite positioniert? Hat Mädchen ja hingemacht. Naja, man kann ja mehrere hinmachen. Shave die first. So, was ist denn hier? Ah ja, Endor hin. Leute, bei euch ein Stäbchen hat nicht funktioniert. Nee. Na, war das viel gerade nicht in der Nähe. Haben wir noch Endor? Nee, ne? So, der hat mir doch. So, der hat neben mir gestanden gemacht. Nee, ich glaube, der war in einem anderen Raum. Man könnten aber wie gesagt. Die Aktivitäten gehen hoch. Guck mal auf die Kamera. Oh, der Geist hatte Schminke abgesehen. Dürfen nur einer nicht. Tschüss, Schminker. Was ist los? Hab ich doch noch. Oh. Nee, die Kohle will keiner riskieren. Glaube ich nicht. Ich nehme das Sanity. Ja, in der Tat solltest du. Ich habe das meiste Equipment reingeballert. Ich soll vielleicht jetzt nicht verrecken. Wie sieht es denn aus mit dem... Mann, ist der immer noch durchgerannt. Ich mach mal noch eins in den Raum selber oder in die Garage. Jo. Hast du die ganze Zeit das Licht an und aus? Mm. Nervt dich das? Ja, wie Sau. Ich bin nur drin, das ist glaube ich angenehmer. Der Geist nervt nicht so viel. Die Kerze da hingeschmissen, okay. Mm, den mache ich die dann mal in die Garage. Moin. Du hast doch gerade Aktivitäten unten. Jo, die Aktivitäten, die scheinen jetzt gerade hochzugehen. Oh, hi. Schminka. Was ist denn das Loff in den? Gib mal her, das Teil, will ich mal probieren. Ja, aber wenn du jetzt stirbst. Ich habe nicht für Ringe gemacht, ich habe genug. Lass mal gucken. Marco? Ich habe hier diesen Audiosensor in der Hand. Ich würde mal gerne wissen, was da passieren wird und ob du was hier auf der Map siehst. Behalte das einfach mal am Au. Jo. Und passiert was? Ich laufe das Ding ist die ganze Zeit an. Ich hatte erstmal einen Raum geschmissen, um zu gucken, was da passiert. Ich würde dir gerne mal sinnen. Der handelt gleich, ist bei 9. Ja, wie jetzt? Seht ihr was? Echt, man, nicht? Aber da ist doch Sensor 1, da ist doch ein Audiosensor. Ja, aber ich glaube, du musst damit das in der Hand halten und so durch die Gegend. Nee, da Jason, der hat letztens irgendwas einen Sensor darin gefügt, dann. Der hat hier das ständig. War ja das habe ich ja dazu. Der hat hier ständig Signal gehen und er hat hier einen Raum. Ach, Kacke, ich will nochmal rein. Will's sehen. Ich schrei gleich die Lene. Ich wollte hier nehmen? Schreien. Reacher-Bot holen. Echt jetzt? Scheiße. Pack mal das Board wieder an die Tür. Na, scheiß Ding ist an. Helene! Na klar, wenn ich drin bin. Ich war ja auch drin. Ich geh es holen. Serenity! Ich handle das Vieh, wenn ich hier drin bin. Dachte Helene. Wie alt bist du? Arschloch. Dass du mal mit deinem Licht daherkommst, dann sieht das aus, wie die Tür zugeht. Wie alt bist du? Wie viel? Pascal in Serenity ist 5, 8, 58, hm. Und die Aktivitäten steigen. Hm, Lied an einem Reacher-Board. Was können wir so noch fragen? Ballen, aber gerade
Sekt. Bist du ein Mann? Bist du ein Freund? Bist du ein Feind? Wie fragt man das? Ah ja, stimmt. Wie viele hast du getötet? Wie viele Kills hast du gemacht? 2. Ich hätte es gemeint, so wie 24 oder so. Ich will die Trigger mit dem Licht. Bist du ein guter Geist? Du stehst zu nah drin, ey. Bist du ein guter Geist? Aktivitäten sind aber am Null. Aufsteigen gerade auf. Du bist zu weit drin. Ich muss mal kurz aufs Klo. Du warst zu weit drin, ey. Er ist pipi gegangen. Hier, da stehen, ey, wie Spanner, ey. Also, das, die Sache mit dem Bewegungssensor, Hammer. Ja. Yeah. Die ist vor der Tür. Helen. Helen Jones. Die alte Drinfee. Na, stell du eine Frage, aber geh nicht zu weit rein. Helen, wie alt bist du? Weißt du die? Nee, ich glaube, du bist nicht genug drinne. Helen, wie alt bist du? Helen? Hast du Bock auf ein Bier? Wo bist du? Helen Jones, wo bist du? War die falsche Frage. Wieso, was hab ich Läuft sie da durchs Fenster? Läuft sie durchs Fenster? Geh mal nicht so nah hin. Warum, was soll denn passieren? Ja, dann holt die. Hä, jetzt hat der Baby-Alarm drin. Oh, ist er da drin? Du hast Baby-Alarm. Ja, ich weiß, wie ich nochmal zurückkommen wollte, hat er angefangen zu schreien. Also wir haben es jetzt zu Tode getriggert mit Fragen und irgendwie mag die mich überhaupt nicht. Ich habe nur einmal Helen gesagt und schon hat sie mich fast eingesperrt. Die Sau. Mann, noch eins, zwei, drei, vier Mal. Hast auch viele Bilder über, ey. Nimm mal eine Sanity. Wann bist du gestorben? Wann bist du gestorben? Wann bist du gestorben? Bist du lieb? Bist du ein Freund? Wann bist du gestorben? Ui, der ging schnell zu. Seit wann tot? Helen. Danke. Alter, was sind das denn für Klopper? Der Klopper? Frau hat man gerade so M&M Karamell Monster Dinger gesehen.
Und die wurden vorher tiefgefroren. Hat sich angehört, als würdest du Muttern essen. Die anderen sind noch besser. Helen, open the door, please. Hier draußen hast du ganz schön dicke Eier, Fräulein. Das krieg ich nicht, wenn ich reingehe und schrei. Nicht viel, weil ich nämlich dann die Tür zumache. Versuch's Kaninchen. Helen. Hättest du gerne Bier? Ist er noch mal wach? Helen, wie alt bist du? Okay, ich glaube, das wird so nichts. Wir schiffen den Kennen mal um. Dann mute dich, dann lass uns weiterlaufen, wenn's geht. Dann ist nicht. Döner oder Bier? Nö, no, will nicht. Was ist denn jetzt überhaupt der Plan hier? Wir fragen und machen Fotos von den Fragen. Aber er hat den. Geh mal weg. Du wärst fast gestorben. Du wärst fast gestorben. Ich? Warum? Ich sterb nicht. Ich bin unzerstörbar. Ja, dann geh da rein. Jetzt nimmt die Hand. Nächste Mal fragen. Sagen mal, sie soll sich zeigen. Das ist eine gute Idee. Zeig dich. Dann müsste sich zeigen und dann könnten wir ein Foto vielleicht von ihr machen. Ja, wir hatten Foto. Wir wollen nämlich ein Foto. Hast du auch eine? Nee, ich habe keinen. Warte, ist im Auto noch einer? Der Kleine kann sich einfach nicht entscheiden, ob er schlafen will oder schreien. Falscher Alarm. Pascal, du hast jetzt Futterapparat, ne? Mhm. Ja, ihr müsst übrigens das Ding auch immer knipsen, wenn er sich bewegt. Und machen ja, noch ein. Du hast es doch. Ja, genau. Du hast die Foto. Ja, genau. Hol mal ein EMF noch dabei. Helen, kannst du dich mal zeigen? Brauch noch EMF. Hat er dann EMF? Nee, ich hol. Werf das mal nebendran, mach das Ding mal an. Was könnte man dann noch frauen? Wer macht das Licht an und aus? Das Marco. Da gedacht, vielleicht kann ich den Schminkerjomo erschrecken. Helen, zeig dich mal, uns. Soll sich zeigen. Helen, so at your face. Die soll sich mal zeigen, dann kann man ein Foto machen. Helen, Helen, bist du böse? Bist du gut? Aber normal geht Helen, das. Bist du Freund oder Feind? Sonst wie? Ein Foto. Facebook. Bist du ein Freund? Peter. Ah, oh, Schwein gehabt, ey. Ah, im letzten Moment, ey. Du bist mit der Hand noch in der Tür drin, ich würde raus. Jetzt kommt sie hierher, die Sau. Wird sie gern, aber ich hab die Schlüssel. Vielleicht macht sie ja wieder die Kerze aus. Die mag uns gar nicht, ne? Mhm. Naja, ich glaube dann fahr mal, die kann man nicht mehr fotografieren. Die zeigt sich ja nicht. Inventarhunter, hallo. Ah, ich habe mal mögliche Fragen draußen. Oh ja, bist du nett? Wo bist du? Bist du nah? Kannst du dich zeigen? Oh, das geht ja echt. Okay. Echt? Ja, ja, steht da. Ja, dann muss aber ein Foto gleich machen. Kannst du dich zeigen? Kannst du dich zeigen? Mach Foto. Mach. Von was denn? Pascal, deine Serenity ist bei 2. Attach Sanity. Scheißegal.
Wieso Foto? Von was denn? Da. Hat die da gestanden oder was? Ich glaube, die war da ums Eck und dann ging die Tür zu. Ich konnte nicht mehr gucken. Okay, was haben wir noch Schönes? Oh ja, noch besser. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Also in manchmal kommt man Schminker vor, als würde sie beim Clown ertappt werden und erzählt dann, dass der große Bruder schuld war. Was sollen wir machen? Okay, also das reagiert mal, das ist Ausgang. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Was willst du von uns? Was möchtest du von uns? Was willst du von uns? Na, ihr Lieben? Alter. Was machen Sachen? Bist du nett? Bist du böse? Die hat gar keinen Bock mehr. Lass uns wissen, ob du hier bist. Helen, du Sau! Zeig dich, kannst du sprechen? Bist du hier? Sprich uns an. Oh, das ist gut. Sprich uns an. Kannst du sprechen? Kannst du sprechen? Sprich mit uns. Ich glaube, die streikt. Gut, der König, fahr mal. Richtig. So. Ja, genau das habe ich auch gerade aufgemacht. Ich sagen, muss ja nicht. Haben wir einen Chin, wa? Haben wir einen Chin, haben wir da einen Chin-Chin? Chin-Chin. Und? Naja, immerhin. Jawohl, guck mal da. Du,